Bitte. Ja, ich bin eben noch hier. Ja, und habe ich, weil ich bin verbunden mit dem Platz hier. Und kann ich auch managen, kann ich mein Leben auch machen. Und meine Arbeit auch. So. Aber vieles ist weg. Und früher, wenn jemand kommt zu kaufen, da hat man eine Beziehung zu ihm. Jetzt, diese Beziehung ist weg. Was? Nur dieser Einkauf, so diese Absicht. Und am meisten, natürlich kommt immer auch ab und zu nette Menschen, Interesse an nette Menschen. Aber allgemein ist Geschäft ist mehr als. Früher waren die Leute, die hier sind, haben nur hier gekauft. Ja. Früher war die Beziehung ist wichtiger. Jetzt Orientierung an Preise. Wenn es ein bisschen teuer ist, geht so gleich nach Charlottenburg oder irgendwas. Weil die Geschäft ist wichtiger ist als das. Ich habe eine Tochter und die war im Sudan. Ja. Und die ist jetzt gerade vor 7 Monaten zurückgekommen. Und mit Familie will hier bleiben. Aber ich kann es so machen, dass es zwischen beiden Ländern, wenn ich nicht arbeite. Ich werde im Sudan im Winter und im Sommer in Berlin. Werde ich so. So wie die Rentner, die nach Mallorca fahren. Ja. Na, so, es ist, im Winter ist, glaube ich, ein bisschen härter wird. So allgemein, obwohl es, ja, ich bin daran gewohnt, aber es ist besser, wenn ich in Afrika bin. Vor allem, das ist schärfer. Okay. Okay, dieses Gedicht über die Begierde dieser Demonstrationen, dieser Montag, in Dresden, glaube ich. Ja. In Dresden oder Leipzig, oder? Dresden, oder? Sowohl als auch. Auch, okay. Der heißt Väter und Faschisten. Vor einem Vierteljahrhundert oder mehr, sie sind auf die Straße gegangen. Sie skandierten Freiheit, Demokratie und Einheit. Wir sind das Volk. Die Mauer ist gefallen. Sie sind in der weiten Welt angekommen. An dem Tag, demselben Montag, marschieren sie wieder. Sie fordern eine noch höhere Mauer, um mit sich selbst allein zu sein. Sie haben die schrecklichen Nächte vergessen, als Dresden noch ein Platz der Zerstörung war. Wie durch die Tonnen von Bomben der Alliierten ein Gleis in das Licht angezündet wurde und kein Stein auf dem anderen blieb. Heute ist wie gestern. Rostock, Hoyerswerda und all die Städte versetzen uns in Schrecken. Und Flüchtlinge suchen sicheren Ort, um sich von den Bränden zu schützen, die unter den Augen der Marschierer angesettelt wurden. Aus der Geschichte nichts gelernt. Sie sind Botschaft einer neuen Katastrophe. Die Zeit heilt keine Wunden. Das Gras wächst höher, aber nicht hoch genug, um die Verbrechen zu überdecken. Die Tötung dauert eine Ewigkeit. Die Hände sind befleckt mit Blut. Ich habe Anna Segers, Christa Wolf, Brecht und die anderen gelesen. Aus ihrer Eder sind diese humanen Gedanken und diese Träume gewachsen, die einer Afrikaner wie ich verzaubern. Jetzt verfallen alle in ein chauvinistisches Denken. Das Wort kommt tödlich aus eines Philosophen Feder, von einem smarten Räder gewandeten Politiker,
verstecktes Gift. Sie sind normale Menschen. Und vielleicht haben sie ein glückliches Erleben. Sie haben Kinder mit guter Erziehung. Das Wort fängt an zu wachsen, um sich zu verbreiten im Fernseher, den Zeitungen, den anderen Medien, vertieft durch einen kranken Kopf und endet mit einem Krieg. Harter Tobak. Oder? Ja, gut. Sehr gut. Schrecklich, oder? Und die führen auch, das ist der Widerspruch. Ich glaube, diese Menschen auch führen normales Leben wie andere. Die genießen diese Freiheiten, glaube ich. Ja? Verreisen, lesen, was sie wollen, essen, was sie wollen, weiß ich nicht was. Arbeit, werden geholfen. Und trotzdem haben diese schiefe Gedanken. Ja? Das ist ein Widerspruch. Da kann man nicht nur normal sein. Das kann nicht normal sein. Dass du genießt alles, was diese Demokratie und diese Freiheit ist. Und dann hast du sowas. Ja. Da muss irgendwas krank sein. Ja. Ich kenne den Osten überhaupt nicht. Ich bin nur hier in West-Berlin von früher. Ich nirgends gehe. In meinem ganzen Leben hat mir einer, das nicht ich selber, hat. Wir waren, ich habe Freunde, die waren, kennst du Leidiger von früher? Ja, Weinlokal. Wir waren, ja, Freunde von mir waren und angemacht von einem Typ, ja, als Kanaken. Und ich kam später und habe ihm erzählt und ging ich zu ihm. Habe ich gesagt, wieso sagst du das? Und dann fängt an zu schreien. Und dann haben wir uns verprügelt. Ich habe mit ihm verprügelt. Aber der Gute ist, die ganze Leidiger, die Publikum, die waren, haben diesen Typ verprügelt und haben ihn rausgeschmissen. Das ist der Einzige. Die haben ihn mit Wein und Bier bedeckt. Ich musste abhauen. Ja, das ist meine einzige Erfahrung. So. Aber sonst gibt es Leute, die nicht sich trauen, irgendwas zu sagen. So, diese Normale. So, sonst nicht. Aber gibt es natürlich Rassismus. Das kann man nicht sagen, nein, gibt's. Gibt es. Ja, gibt es. Aber ich, weil ich bewege mich in bestimmter Raum. Ich gehe nirgends so. Aber in diesem Raum fühle ich mich gut. So, wo ich, zum Beispiel Kreuzberg oder Tempelhof ist okay. Unsere Verantwortung aller, nicht nur die Deutschen, auch die Leute, die Ausländer hier leben, das ist ihre Verantwortung, dass sie auch dagegen was machen. Mensch, vielen Dank. Bitte. Gerne. Du kannst auch gerne die Tür aufmachen. Dr. Hamid. 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 Dr.